Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göldner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnitz Niederbayern in 100 Sekunden. Bei Malgersdorf im Landkreis Rottal-Inn ist gestern Nachmittag ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Auf der Strecke zwischen Malgersdorf und Arnsdorf hatte ihm eine Autofahrerin beim Abbiegen die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 24-jährige Biker aus Gankhofen musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Große Erleichterung auf einem Bauernhof in Taufkirchen an der Vils. Gestern Abend war ein 6-jähriges Mädchen plötzlich spurlos verschwunden. Obwohl der Hofbereich von der Familie abgesucht worden war, fehlte von dem Kind jede Spur. Mit Hilfe von Feuerwehrkräften konnte das Mädchen dann am späteren Abend doch noch gefunden werden. Es war zwischen aufgeschichtete Heuballen und eine Wand gerutscht und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Die 6-jährige blieb unverletzt. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat die verschiedenen Regionalbahnlinien unter die Lupe genommen. Großer Verlierer ist dabei der Donau-Isar-Express zwischen Passau und München über Plattling und Landshut. Die Verbindung rutschte um 2 Plätze nach hinten und kommt jetzt nur noch auf Rang 12 von insgesamt 15 Bahnen im bayerischen Regionalverkehr. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft bewertet bei ihrem Qualitätsranking unter anderem Sauberkeit, Service und die Fahrgastinformationen. Das hätte schlimm enden können. Ein Geisterfahrer ist auf der A92 in Niederbayern mindestens 20 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Erst nach circa einer Viertelstunde konnte die Polizei den 18-Jährigen bei Wallersdorf stoppen. Dass es zu keinem Unfall kam, grenzt an ein Wunder, so ein Polizeisprecher. Zwar war um 1 Uhr nachts nicht viel Verkehr, trotzdem kamen dem Führerscheinneuling immer wieder Fahrzeuge mit hohem Tempo entgegen. Warum der 18-Jährige falsch auf die Autobahn auffuhr, ist unklar. Laut Polizei hatte er keinen Alkohol und auch keine Drogenintus. Zum Eishockey. Der EV Landshut hat gestern Abend das 5. Halbfinalmatch bei den Fishtown Pinguins mit 1:4 verloren. Damit sind die Landshuter in der Best-of-Seven-Serie mit 2:3 in Rückstand geraten. Das heißt, der EVL muss morgen zu Hause unbedingt gewinnen, um noch ins Finale einziehen zu können. Weitere Nachrichten unter radio-trausnitz.de.